Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time Randomizer! Beim letzten Mal waren wir als Kind eine ganze Weile unterwegs und haben Eisenstiefel und eine längere Magieleiste gefunden. Und das war's. Wir haben hier die Menge Rubine gefunden. Aber sonst leider nicht besonders viel. Haben nicht so richtig viel Glück gehabt damit. Jetzt wollen wir erstmal zu den Goronen hoch. Es gibt leider, wie wir beim letzten Mal auch gemerkt haben, gelernt haben, weil wir mit den Shika-Scheinen mit den Shika-Steinen gesprochen haben, wird es leider nie eine wirklich einfache Möglichkeit für uns geben, den Todesberg hochzukommen, weil der Warp-Song dafür hinter der Ocarina der Zeit festhängt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding tatsächlich holen, ist sehr gering. Heißt aber auch, dass das Herzteil, das im Todeskrater oben drin ist, vermutlich nichts Wichtiges sein wird. In der Regel hängen nämlich hinter solchen Sachen keine wichtigen Items. Ich sag das mit in der Regel wohl wissentlich, dass das nicht unbedingt was heißen muss. Jetzt können wir erstmal, wie gesagt, zu den Goronen hoch. Und ich schätze mal, Dodongos Höhle einfach mal schon mal öffnen. Ich habe da aktuell nicht wirklich einen Grund, da großartig reinzugehen, weil wir es als Erwachsene auch machen können und es als Erwachsene einfacher ist. Aber können wir sie ja trotzdem einfach schon mal öffnen. Für den Fall, dass wir als Kinder doch mal rein wollen. Und kaboom! Ich weiß noch nicht, wie die Bombe den Felsen aufgesprengt hat, aber wir vertrauen der ganzen Sache einfach mal. So. Der Tracker sagt mir, ich sollte in der Lage sein, dass der sich drehende Pot hier funktioniert. Natürlich nur erstmal die Frage, wie kriege ich den Pot überhaupt dazu, sich zu drehen? Ich habe ja schließlich nicht die Möglichkeit, zu Darunia durchzugehen und mir da hinten Feuer zu holen. Geht es vielleicht einfach mit... mit ins Feuer? Kann ich jetzt einfach die beiden hier anzünden und es reicht? Jo, okay. Man braucht also einfach nur irgendein Feuer. Gut, dann packen wir wieder schnell was über unseren brennenden Deku-Stab, damit der uns nicht verloren geht. Dann sind hier, glaube ich, auch irgendwo noch Deku-Stäbe drin. Habe ich richtig im Kopf? Zack. So, dann müssen wir nur noch dieses wunderschöne Spielchen treiben, dass wir hier Bomben reinschmeißen müssen. Also schon mal daneben. Ich habe aber den Shop nochmal aufgesprengt. Da kann man hier aus leider auch den Port nicht sehen, wie der sich dreht. Das müsste aber gut sein. Jo, ist drin. Müssen wir noch Glück haben, dass wir auch tatsächlich das freudige Gesicht kriegen. Wenn wir da das Herzteil rausgespawnt bekommen. Nope. Nichts. Na wunderbar. Jetzt warten wir auf, dass der Randomizer in Version, vielleicht in Version 3.0 oder so dann in der Lage ist, dass das Ding sich automatisch immer auf die bestmögliche Position dreht, statt einen zu trollen. Ja, da hatte ich keine Chance. Dann machen wir, wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsherzteil zu holen. Ich hasse es. Das ohne Bombentasche zu machen, ist so nervig. Meine Bombentasche hat das so einfach, wenn man einfach sich daneben stellt und die ganze Zeit Bomben ziehen kann, wann immer das richtige Timing ist. Und halt nicht hier mit der Bombenpflanze den ganzen Weg runterlatschen muss. Ja, bitte bleib diesmal auf dem grinsenden Gesicht stehen.
Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt auch erfahren, was denn das hier tatsächlich ist. Es sind 200 Rubine. Das hat sich gelohnt. Okay. Dann können wir das als Junge nicht holen. Das könnten wir zwar als Junge holen, aber wie gesagt, da gehen wir irgendwo mal rein, wenn wir auch tatsächlich weiter durch den Dungeon durch können. Und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr wirklich viel anderes übrig, als erstmal wieder erwachsen zu werden. Können wir uns von hier aus raus teleportieren? Ich hoffe einfach mal, dass wir uns hier aus teleportieren können. Ansonsten muss ich halt rauslaufen. Aber gut, wir können uns hier drin teleportieren. Das ist sehr schön. Dann, ja, werden wir erstmal den Waldtempel machen. In der Hoffnung, dass wir da drinnen einfach den Bogen finden. Jetzt, wo wir tatsächlich ja auch Steinchen schieben können, seit wir das letzte Mal da drin waren als Erwachsener, sollten wir da eigentlich deutlich weiter durchkommen können. Wie gesagt, uns fehlt leider noch der Bogen, um es tatsächlich abzuschließen. Wir können immer noch die ganzen Geister gar nicht angreifen und nix. Kann ich mich irgendwie sinnvoll dahin teleportieren? Nee, nicht wirklich. Dann müssen wir halt laufen. Gerade überlegt, aber weder die Nocturne des Schattens noch die Serenade des Wassers bringen uns wirklich näher da dran. Von daher nicht wirklich viel Sinn. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier oben vorbei. Bei Ganons Kastell. Ganons Castle. Hier ist nämlich irgendwo immer noch eine goldene Skulptur, die wir uns holen können. Und wir wissen ja, dass wir 30 davon auf jeden Fall haben wollen. Obwohl ich hätte vermutlich bei den Kronen irgendwo noch mit Steinchen reden können. Komm, komm her. Ja, du hast eine goldene Skulptur zerstört. Habe ich wohl. Wir haben nur noch 3 Bombschuhe, das heißt, so langsam mal eine Bombentasche finden wäre nicht schlecht. So, im Allgemeinen würde das nicht schaden. Na gut, das ist ein langer Weg hier rein. Dafür, dass in Gardas Schloss nicht wirklich irgendwas ist. Das ist dann ein ganz schön großes Gebiet. Mal abgesehen natürlich von der Feenquelle, mit der wir auch noch nichts machen können, weil wir zum einen die Goldhandschuhe noch nicht haben und zum anderen Zeldas Wiegenglied noch nicht haben. So, Hyrule Field. Und jetzt laufen wir mal zurück zum Kokiri-Wald. Ja, zum Glück kein langer Weg oder so. Minuet des Waldes ist tatsächlich einer der nützlicheren Teleportationssongs. Und sorgt dafür, dass man deutlich weniger Umstand hat als erwachsener Link, um dahin zu kommen. Als junger Link ist es nämlich kein Problem. Na, einmal auf der Oberwelt safen quitten und dann ist man schon wieder im Kokiri-Wald. Zugegebenermaßen ist das Spiel nicht unbedingt dafür designt, dass man als Erwachsener noch irgendwo hinläuft. Sondern es ist ja mehr oder weniger wirklich so designt, dass man Epona für alles hat. Jetzt ist die gute Frage. Hier müssten jetzt eigentlich auch Skulltulas irgendwo sein, wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo als Erwachsener die Skulltulas hier rumhängen. Würde ich sie auch holen. Wir können noch mit dem Stein hier reden, den habe ich als Kind irgendwie komplett ignoriert. Der so direkt neben mir steht. Hey Stein, hast du irgendwas Interessantes zu erzählen? Okay, nicht wirklich. Da ist ein Herzteil, da wo ein Herzteil ist. Denn das ist natürlich gut zu wissen, wenn man es wirklich nicht braucht, aber... Oder wenn es halt umständlich, Riesenumstand wäre, die
die Eisenstiefel zu holen. Aber wir haben die Eisenstiefel ja schon. Wir bräuchten nur auch nochmal eine von den beiden Tuniken, damit wir das auch tatsächlich mal großartig was mitmachen können. Mit den Eisenstiefeln bräuchten wir mal die blaue Tunik. Jetzt holen wir erstmal wieder Pierre. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. So, können wir nämlich wieder die ganzen Moblins ignorieren. Keine Lust mit euch zu spielen. So. Und dann rennen wir wieder an dir vorbei. Wir haben volle Rubine, also brauche ich nicht zu erledigen. Der Kollege bringt nicht normalerweise ganz gut Rubine, aber wir haben volle. Von daher nicht wirklich ein Grund, mit ihm was zu machen. Zack. Da hoch und dann ignorieren wir euch zwei. So. Und ich kaputt mit meiner Magie. Tut er nicht. Schade. So, dann sind wir wieder in diesem Raum. Und jetzt können wir wieder hier links durch. Können dann nochmal eine Skulltula erschießen. Hallo Skulltula. Gut, dass man keinen Fall um Bogen brauchen, die Dinger zu one-shotten. Au. Dämlichen Bubbles. So. Und jetzt sind wir endlich bei den Blöcken, die wir schon mal versucht haben, aus dem Weg zu bewegen. Yay. Jetzt können wir das auch endlich, weil wir jetzt das Geronenarmband haben. Da, 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 da. Dämlichen Riesenblöcke. Na, schieb den Block. Und schieb den Block. Und schieb den Block. Okay, ist an der Wand angekommen. Na, dann schauen wir mal, dass wir nach Möglichkeit alle 6 Kisten hier drin rankommen und hoffen, dass irgendwas Sinnvolles dabei ist. Ansonsten kriegen wir nämlich wirklich ein Problem. Wenn hier nicht so langsam mal was Sinnvolles in den Items drin ist. Na, ich hätte erst von der anderen Seite kommen sollen. Das ist so lange her, dass ich den Waldtempel gemacht habe. Okay, dann klettern wir halt erst hier hoch. Schieben das Ding erstmal gegen die Wand. Das können wir noch nicht aktivieren, weil wir noch nicht Pfeil und Bogen haben. Ist alles so umständlich, wenn man das Dungeon-Item noch nicht hat. Dann können wir wieder hier runter. Dann können wir wieder hier hochklettern. Dann können wir diesmal den Stein noch an die richtige Stelle schieben. Schon irgendwie komisch, dass sie diese so halbgroßen, nicht silbernen Blöcke noch eingebaut haben, für die man extra das Geronenarmband braucht. Wenn sie eben später sowieso vorhatten, die größeren silbernen Blöcke einzubauen, für die man die Silberhandschuhe braucht. Die man dann für gefühlte 20 Minuten mal benutzt, bis man dann die Goldhandschuhe bekommt. Bringt mich das hier überhaupt zu irgendwas Sinnvollem? Ist immer noch meine Frage. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie ich nach außen an die ganzen Schatzzonen kommen soll, die mir so versprochen werden. Laut Tracker. Und ich eben immer noch nicht die Hymne der Zeit habe und keinen Bogen. Na, und hier ist halt eine verschlossene Tür. Das heißt, wenn hier nicht irgendwo noch ein Loch im Boden ist, bin ich nämlich immer noch stuck in dem Dungeon.
Und hier ist kein Loch auf dem Boden, das heißt, ich bin immer noch sehr stuck in diesem Dungeon. Ach, ich wollte nicht, dass du mich mitnimmst. Ich bin extra stehen geblieben. Hm. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich an die anderen Kisten rankommen soll. So ganz ohne eine Möglichkeit nach draußen hier tatsächlich zu kommen. Ich dachte, jetzt wäre hier vielleicht irgendwo noch ein Loch gewesen, durch das ich durch kann. Bin ich leicht verwirrt. Also entweder geht der Tracker davon aus, dass ich irgendwelche Sprünge oder andere Glitches kann, die ich nicht kann. Oder ich übersehe einfach irgendwas sehr Offensichtliches. Leicht bis schwer verwirrt. Kann natürlich auch sein, dass das Spiel natürlich von der Logik her davon ausgeht, dass ich weiß, wofür ich alles die limitierte Anzahl an Bombschuhs benutzen kann, die ich gekriegt habe. Weil ich kann ja keinen neuen Bombschuh kaufen, ich kann auch keine neuen Bomben kaufen, weil ich keine Bombentasche habe. Wie gesagt, an dem Ding komme ich nicht vorbei, weil ich die Hünde der Zeit nicht habe. Effektiv. Ich habe die nicht zufällig irgendwann mal gekriegt und habe es einfach nur vergessen, ne? Nur nochmal sicher gehen. Nee. Ich komme hier vorne nicht weiter, weil das eine Sackgasse ist. Ich komme da nicht durch, weil ich dafür Pfeil und Bogen brauche. Ich brauche auch dafür Pfeil und Bogen, ne? Nicht, dass es jetzt mit dem Longshot auch funktioniert. Nee, okay. Da brauche ich den Bogen für. Ich komme da nicht weiter, weil da jetzt eine verschlossene Tür ist. Also wüsste ich immer noch nicht, wie ich tatsächlich durch den Dungeon durchkommen soll. Scheinbar kann man sich nicht so richtig auf diesen Tracker verlassen bis jetzt. Dann bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als wieder hier rauszugehen. Und entweder zu den Goronen hochzugehen und das eine Herzteil zu holen, was ich da oben holen kann, in Dodongos Höhle zu gehen und da die paar Sachen zu holen, die ich da drin holen kann, oder eben zu den Gerudos rüber zu latschen. Und ich schätze, dass es... Ich schätze, dass es dann wirklich am sinnvollsten ist, wenn wir zu den Gerudos rüber gehen, weil da die meisten Checks zu holen sind. Unter anderem einen Song. Ja, dann werden wir wohl mal zu den Gerudos rüberlatschen. Den ganzen Weg. Hat sich bis jetzt auf jeden Fall richtig gelohnt, der Waldtempel. So mit zwei Schlüsseln, die mir bis jetzt nichts gebracht haben. Ich glaube sonst noch gar nichts. Ich dachte scheinbar, also entweder geht der Tracker wirklich davon aus, dass ich irgendwas können sollte, was ich nicht kann. Oder ich habe wirklich einfach irgendwas total Elementares übersehen. Okay, jetzt wieder den ganzen Weg zu den Gerudos latschen. Weil wir Epona's Song noch nicht haben können, weil wir die dämliche Flasche noch nicht gefunden haben. In der Rutus Brief drin ist, damit wir in die Eishöhle gehen können. Was übrigens sehr nützlich wäre, ich hätte gerne Epona, damit ich nicht überall hinlaufen muss. Da jetzt die ganze Gerudo-Gegend machen, ohne Pfeil und Bogen, wird auch unangenehm. Kein großer Freund von. Macht das auch deutlich lieber, wenn ich die Wachen tatsächlich aus der Entfernung mit Pfeil und Bogen erschießen kann, als das mit einem Longshot machen zu müssen. Der braucht immer so lange, bis er da ist. Na ja, gut, wir müssen es halt versuchen, bleibt uns nicht viel anderes über, ne? Also müssen wir erstmal los. Wir hören sowieso, auch wenn hier ganz viele andere Checks noch sind, wie in den Gerudo Trainingsräumen da,
Da können wir sowieso noch nicht rein, weil wir eben den Pass noch nicht haben. Den müssen wir uns sowieso erstmal holen. Okay, also müssen wir jetzt erstmal hier auf die Brücke. Und dann aber hier rüber mit dem Longshot. So. Dann jetzt nur noch daran erinnern, wo denn auch tatsächlich die vier Gerudo-Wächter sind. Ist auch nochmal eine andere Sache, ob ich mich da vernünftig dran erinnere oder nicht. Ob ich das noch weiß. Ich hoffe schon. Das wäre schon die erste gute Frage. Lasse ich mich einfach direkt von denen fangen oder nicht? Versuche ich hier erstmal so reinzulatschen. Jetzt kommt die hier runter. Scheint aber nicht komplett hier runter zu kommen. Jo, guckt weg. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? Den ersten von den Vollidioten hier. Hey. Ja, Kämpfe gegen die Gerudo-Damen immer angenehm. Ist mit dem Bicoron-Schwert immer deutlich einfacher. Als so. Okay, da ist mein Anvisieren einfach mal weggegangen. Auch nicht schön. Ist ja fast so, als hätte sie von den ersten beiden Sprungattacken von mir gelernt. Dass er einfach nur zur Seite flippen muss, wenn ich die Sprungattacke mache. Das war übrigens gerade extrem riskant. In ihre Wirbelattacke rein eine Sprungattacke zu machen. Wir können sie mal in all ihrer Glorie anschauen, wie sie durch die Winddecke durchspringen. Sieht man auch nicht oft, die Einstellung. So, damit haben wir den ersten von vier befreit. Hey, danke. Okay, das ist Nummer 1. Bleiben noch 3. Dann gehen wir erstmal hier rein. Welche Gegend ist das hier? Das ist die Ecke. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Schauen uns mal hier um. Okay, das ist das. Ja, da warten wir mal, dass die sich gleich wieder wegdreht. Link ist warm. Oh, ich hab gedacht, da kommen wir so durch. Ärgerlich. Okay, dann schmeiß mich halt hier unten rein. Ja, ja, bla bla. Ich werde hier bestimmt nicht rauskommen. Oh nein, was sollen wir nur tun? Ja, ein bisschen nicht runterfallen lang. Ich brauche dich noch hier oben. Gut, schauen wir uns erst mal hier um. Wenn wir uns schon so dreisterweise einfach ins Kiechchen schmeißen. Kann ich die mit dem Longshot überhaupt stunnen? Auf jeden Fall nicht so. Okay, man kann. Allerdings deutlich effektiver mit dem Pfeil und Bogen. Das ist dann ja wirklich ungünstig, dass wir Pfeil und Bogen nicht haben. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ich die Kiste da hinten erwische. Ich glaube, ansonsten ist da unten im Raum aber auch nichts. Ja, das ist natürlich enorm ungünstig, dass wir den Pfeil und Bogen hier noch nicht haben. Ich glaube, von hier kommen wir nur
zu der oberen Öffnung von dem Gefängnis. Aber ich meine, wenn wir uns hier richtig positionieren, können wir uns zu der Kiste mit dem Herzteil longshotten. Okay, es hat nicht mal was mit richtig positionieren zu tun. Das ist offensichtlich nicht besonders schwierig, hier vorzukommen. Okay, können wir schon mal das mal überprüfen, was hier oben drauf ist. Okay, es ist ein Teil von dem Bekoronen-Sidequest. Kann ja auch nicht schaden. So, dann schauen wir mal hier rein. Jetzt sind wir hier. Okay, da wollte ich nicht hin. Dann wollen wir, glaube ich, hier unten rein. Ja, hier unten wäre einer von den Vieren. Irgendwo. Ja, theoretisch ist, glaube ich, überall einer von den Vieren. Ich schätze mal, das werden wir hauptsächlich so machen müssen mit dem Stunnen von denen. Naja, hier ist einer von den Vieren. Das ist normalerweise der letzte. Glaube ich, wenn man normalerweise dem normalen, üblichen Weg folgt. Hör auf, Kreis um mich rumzurennen, bitte. Gerudos. Ich wollte schon sagen Gerudo-Piraten, aber falsches Spiel. Die sollte man auf jeden Fall nicht versuchen mit einem Longshot zu stunnen. Könnte sein, dass man hier eine Weile steht, während der Longshot sich irgendwo in eine Wand reinfrisst. Ich meine, die würden dem Ding sowieso immer ausweichen. Okay, die Sprungattacke hat gesessen. Die hat auch gesessen. Die Wirbelattacke hat tatsächlich mal gesessen. Tut sie auch nicht oft. So, erledigt. Immer nur einen Angriff gekriegt bei der ganzen Sache. Ja, du bist auch frei. Dann haben wir zwei von vieren gefunden. Er freut sich. Glaube ich. Okay, so, wo ist jetzt die gute Dame hier? Ich weiß, dass du da bist. Irgendwo. Da bist du. Okay. Jetzt warten wir mal, wie sie wieder hier an uns vorbeiläuft. Dann rennen wir schnell hinterher, visieren sie an und schießen ihr den Longshot ins Gesicht. Oder sie dreht sie in unsere Richtung, womit ich nicht gerechnet habe. Aber gut, wir wollen mehr oder weniger sowieso wieder unten anfangen. Wie gesagt, der große Unterschied, wenn man... Okay. Wenn man Pfeil und Bogen hat, wenn man Pfeil und Bogen nicht hat. Im Pfeil und Bogen kann man die halt deutlich länger einfach ausschalten. Gut, dass sie den Schrei gehört, nicht gehört haben. War da was? Muss der Wind gewesen sein. Naja, da war noch ein Rubin drin. Ich hatte mir jetzt... hätte auf AP gehofft. Okay, dann sind wir wieder hier. Dann guck du mal bitte wieder weg. Guckt weg. Gehen wir jetzt wieder hier hoch. Diesmal versuchen wir die dann einfach um die Ecke mit dem Longshot abzuschießen. Statt uns versuchen, dann ihr einfach vorbeizuschleichen. So, jetzt schaut es in unsere Richtung. Hör mal auf, dich zu drehen. Oh. Ich hatte sie doch schon. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Wir warten deshalb, bis die Dame da von uns wegguckt. Ja, das mit Pfeil und Bogen ist das alles einfacher. Der Pfeil hätte sie nämlich erwischt. Der Pfeil nämlich unwesentlich schneller ist als der Longshot.
Okay, also dann nochmal hier durch. Und dann nochmal hier hoch. Und dann steht die da hinten wieder. Warten wir, bis die weg ist. So, jetzt versuchen wir dann nochmal. Nein, lang. Bitte. Bitte tu mir das nicht an. So, was hat die denn für ein Pattern? Schauen wir das mal an. Die läuft da rüber, dreht sich um. Läuft wieder hier rüber. Dreht sich um. Oh, warum hat die sich umgedreht? Weil wir sie anvisiert haben? Ich wüsste wirklich gerne, warum die sich jetzt umgedreht hat, obwohl sie nicht zu Ende gelaufen ist. Ich hoffe mal, das hat nichts mit unserem Anvisieren zu tun, weil ansonsten wird das nämlich enorm schwierig. Komm, dreh du dich mal bitte wieder um. Ich wünsche wirklich, wir hätten Pfeil und Bogen. Wäre das ja alles deutlich einfacher. Okay, dann schauen wir doch erstmal vielleicht, was wir von hier aus so sehen können. Können bestimmt die da erledigen. Und dann hier in die Tür hier rein. Schauen wir uns mal hier um. Hier müssen nämlich, glaube ich, auch noch einer von denen drin sein. Ja, okay. Dann nehmen wir halt erstmal den hier. Hey du, junger Mann, komm mal her. Ja. Hey du, alter Mann. So. Hast du vor, irgendwas zu machen? Oder... Hey, das hat getroffen. Das hat nicht getroffen. Yay. Sachen treffen. Puh, das war auch wieder mutig. Puh, das war auch mutig. Das hätte auch nie im Leben treffen dürfen, habe ich das Gefühl. Na komm schon, nun greif mich auch an. Will ich nicht angreifen. Das Anvisieren verloren. Ich weiß nicht, warum das Anvisieren losgegangen ist, aber das Anvisieren hat sich einfach gelöst. Sehr schön. Läuft gut, das Gerudo Fortress. Das hat jetzt allerdings ausnahmsweise mal nichts damit zu tun, dass wir keinen Pfeil und Bogen haben. Das hat einfach damit zu tun, dass es irgendein Grund dieses Anvisieren verloren habe. Scheinbar hat der, ich habe das Anvisieren ja schon ein paar Mal in diesen Kämpfen verloren, scheinbar hat der Knopf das nicht so mit dem gedrückt gelassen halten. Scheint ein Problem zu sein. Okay, das hat funktioniert. Dann halt nochmal. Jetzt müsste die jetzt sofort spawnen, statt dass wir nochmal den Dialog kriegen. Glaube ich zumindest. Ja, da ist sie wieder. Dann gehen wir halt mehr aufs Kontern über als aufs tatsächliche Angreifen. Muss auch eine funktionierende Kampfstrategie. Ja, wenn es halt sonst nichts funktioniert. Warten wir halt darauf, dass sie ihre Wirbelattacke macht. Und dann springen wir sie halt an. Wenn sie jetzt auch noch angreifen würde, würde die Strategie auch funktionieren. So, nun komm. Nun mach. Ja. Na komm, na komm, na komm. So, hat doch funktioniert. Schon besser. So, ein kleiner Schlüssel gefunden. Und dabei ist Nummer 3 offen. Ne, ich habe deinen Boss nicht gesehen. Bin an ihm vorbeigelaufen. Okay. Wir sind von da vorne gekommen.
glaube ich. Bin von der anderen Seite gekommen, oder? Ja, auf der Seite, wo ich reingekommen bin, waren keine Pötte. Muss richtig sein. Außerdem waren noch nicht so viele Kurven. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Da oben waren wir schon drin. Wir waren aber noch nicht hier drin. Dann schauen wir mal hier rein, schätze ich. Ja, und da haben wir den vierten gefunden. Gut, damit haben wir dann alle. Jetzt müssen wir nur noch den Kampf nach Möglichkeit nicht verlieren. Das wäre hervorragend. Aber dann können wir uns nämlich hier frei einfach rumbewegen. Muss ich mir nicht mehr das Problem zu haben, dass wir keinen Pfeil und Bogen haben. Na, da haben wir auch wieder kurz das Anvisieren verloren. Scheint tatsächlich ein kleines Problemchen zu sein. Ach, komm, tu was, bitte. Irgendwas. Puh, Glück gehabt. So, komm. Ich wollte sagen, du müsstest doch auch schon auf einen Hit runter sein. Sehr gut, damit haben wir alle. Aber jetzt sind wir sicher hier in der Gegend. Sehr schön, damit können wir jetzt in die Wüste. Yay! Jetzt dürfen wir uns endlich bei den Gerudos frei rumbewegen. So, wir nur noch Pfeil und Bogen und Depon, damit wir auch das Bogenschießen machen können. Du, ne? Du hast mir die ganze Sache hier versaut. Mehrfach. Das hast du auch verdient. So, da oben ist zwar, glaube ich, einer von den Steinen, aber der steht da sehr weit weg. Können wir, wenn wir Epona haben, mal versuchen ranzukommen. Dann sehen wir, glaube ich, erstmal am besten die Gerudo Training Grounds, Ryan. Von Ryan. Dafür brauchen wir Pfeil und Bogen, um das zu aktivieren. Ich meine aber, die hier wäre... Hier drin wäre eine, die einfach nur unsichtbar ist. War das so? Ne, schauen wir nicht. Dafür brauchen wir Pfeil und Bogen. Aber hier müssten wir rein können. Okay, eine Minute, die beiden Stahlfrost zu besiegen. Aua, die machen ja richtig Schaden. Vor allem, wenn man sich auch noch nicht bewegen kann bei Treibsand. Schon wieder das Anvisieren verloren. Das ist wirklich nervig, dass ich das Anvisieren verliere. Okay, das müsste es aber gewesen sein. Es müsste uns die erste Truhe geben. Auch hier werden wir halt noch nicht besonders weit kommen. Aber das haben wir. Dann ist das dieser Raum. Das ist der ganz besonders tolle Raum. Der Name, den ich diesem Raum gebe, ist der ganz besonders tolle Raum. Das ist der Silberrubin. Dann können wir, glaube ich, hier wieder runter. Können wir erstmal noch dem Wallmaster ausweichen. Geh weg. Der mir ist ein Mistviech. Ach, da kommt gerade der Stein. Dann warten wir darauf, dass der Stein vorbeigeht. Den hier zu holen. Kommen dann hoffentlich vor dem nächsten Stein hier an. So, jetzt fehlt noch einer. Wo ist der letzte? Na komm schon. Na komm schon. Wo ist der letzte? Ach, da vorne.
Hätte ich wahrscheinlich auch beim ersten Mal schon sehen sollen. Ja, kriegen wir aber noch. Jo, kriegen wir noch. Okay. Dann einmal hier vorne hoch. Und einmal da hoch. So, dann können wir hier rein. Können Sie mich hier auf jeden Fall durch den Raum schon nicht mehr durch. Weil... offensichtlich zu großer Stein zu schieben. Glücklicherweise sind die Wolfos, egal in welcher Farbe sie kommen, keine Herausforderung. So. Da haben wir eine Kiste. Okay, mein Herzteil drin. Ist die Frage, welche Kiste ist das? Before Heavy Block Chest, schätze ich. Würde Sinn machen, weil das ist Heavy Block. Dann haben wir auf jeden Fall hier oben noch das, wo wir rein können. Das öffnet zwar, glaube ich, nur eine Tür. Na, ich wollte nicht dahin. Was ist hier? Das ist das. Da können wir Pierre aktivieren. Können aber die Augen da unten eh noch nicht aktivieren. Da brauchen wir nicht Fall und Bogen für. Wir spielen trotzdem, glaube ich, mal Pierres Lieblingslied. Ich hätte den Longshot nicht wegpacken sollen. Wir sollen schließlich Near Scarecrow Chest holen können, sagt mir der Tracker. Also muss da unten noch irgendwie eine Truhe sein, in die wir so rankommen können, schätze ich. Ist da irgendwie eine Truhe einfach in der Mitte, die da so rumliegt? Puh, das war knapp. Hm. Auch in den Gerudo Training Grounds kenne ich mich nicht so besonders gut aus, weil da muss man halt normalerweise nicht hin, ne? Braucht man, kriegt man ja normalerweise nur die Eispfeile drin. Da macht man dann so viel, wie man für die Eispfeile braucht und mehr nicht. So mache ich das zumindest in der Regel. Ich sehe jetzt aber keine Schatztruhe. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Lied für spielen. Das wollen wir erstmal wieder hier hoch, schätze ich. Oder wir kommen da auch nicht mehr hoch. Wenn ich nicht vernünftig zielen kann. Okay, so geht's natürlich auch. Jetzt sind wir wieder hier oben. Kommen wir da hinten durch die Tür durch? Ich glaube ja. Sieht zumindest nicht verschlossen aus. Wir kommen nicht durch diese Tür. Na, wir kommen durch diese hier. Dann nehmen wir halt erstmal die Tür. Dämliche, blöde. So, jetzt aber. Dies ist kaputt. Okay, das hat uns auf jeden Fall eine Schatztruhe gegeben. Ich weiß mal, das ist Hammer Room Clear Chest. Oh, ist so, Tunik. Yay, damit können wir zumindest den Wassertempel anfangen. Können die mir noch nicht abschließen. Okay, jetzt versuchen wir mal zu glitschen. Okay, das hat funktioniert. Es war eine Eisfalle. Es müsste ein Hammer Room Switch Chest sein. Hidden Ceiling Chest. Wo ist die? Ja, wenn man
die Sachen ja noch besser kennen würde, ne? Das hier können wir, glaube ich, noch nicht holen. Ich meine, es würde mich davon abhalten, es zu versuchen. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das heißt, vielleicht können wir das holen, indem wir uns an die Fackeln jeweils dran hangeln. Ja, wir können auf jeden Fall noch nicht das machen, was hier in der Tür hier vorne ist, weil wir dafür die Hymne der Zeit brauchen. Das können wir also auf gar keinen Fall tun. Wir kommen aber da dran. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir tatsächlich an den letzten Rubin da vorne dran kommen, weil das ja auf Zeit ist, dass das hier an ist. Oder ist es nicht auf Zeit? Scheint nicht auf Zeit zu sein. Okay, dann ist es nicht auf Zeit. Dadurch kommen wir aber immer noch nicht da hinten rüber. Denn wir kommen da vorne an die Fackel ran zufällig. Ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Okay, das funktioniert. Das ist gut zu wissen. Und dann können wir jetzt nämlich hier hinspringen. Okay, es geht doch auf Zeit. Okay, dann werden wir das wohl nicht schaffen. Dann brauchen wir erstmal die Butterstiefel für. Dann, in dem Fall, gehen wir erstmal wieder hier rüber und gehen erstmal wieder darüber. Das ist wahrscheinlich die Hidden Ceiling Chest, wird wahrscheinlich in dem mittleren Raum sein. Vermutlich. Aua. Dämlicher Beamos, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Dämlichen Desalfors. Geh mir nicht auf den Keks. So, dann versuchen wir das hier. Das müsste funktionieren. Das hat funktioniert. Okay, was kriegen wir dafür? Neuer Schlüssel. Dann ist das, schätze ich mal, Beamos-Kiste. Versuchen wir das mal, wenn Navi schon so auf dem Boden fliegt. Öffnet das irgendwas? Ja, es gibt so eine komische Superfee raus, die mich jetzt auch noch heilen würde. Wäre ich dir besonders dankbar. Okay. So. Hidden Ceiling Chest könnte nämlich hier irgendwo sein. So ziemlich genau da, schätze ich. Und das ist nochmal ein unserer Schlüssel, um hier einmal hochzuklettern und die Schatztruhe noch zu überprüfen. Schätze mal, dass das Hidden Ceiling Chest ist. Puh, eine Dekonuss. Sowas Nützliches. Okay. Dann haben wir hier eigentlich auch. Ich meine, wir haben hier die Zora zum Glück drin gefunden. Das ist immerhin etwas. Können wir eigentlich auch mal anziehen. Auch da habe ich die Farbe von geändert. Die ist jetzt silber. Sieht schön aus, finde ich. Sieht vor allem näher daran aus, wie die Zoras farblich in diesem Spiel tatsächlich aussehen. Die sind nicht so richtig blau in diesem Spiel. Wie dem auch sei. Ich schätze mal, zwischen Folgen werde ich kurz noch gucken, ob und wie ich an diese Schatzkur bei PR rankomme.
Und dann würde ich erstmal sagen, machen wir eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter in die Wüste reingehen und uns da einen neuen Warp-Song besorgen und mitten in der Wüste halt noch die eine Schatz zu holen. Bis dahin. Aloha.